Papier. Grays Schloss ist für seine Statuensammlung berühmt. Marmor, Gips und Holz. Alle wurden sie von Mitgliedern der Familie geformt. Die zwei hier ausgestellten identischen Statuen wurde aus einem Gipsguss gefertigt und nie getrennt. Sie soll der Schlüssel zu einem Versteck sein, in dem die Kinder ihre Spielsachen aufbewahren. Also Schacht Konrad oder sowas wahrscheinlich wieder hier im Haus. Gut, wir brauchen eine zweite Figur. Aber woher? Hier gibt's. Ich weiß überhaupt momentan nicht, wie wir hier. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Zur Galerie, hier brauchen wir eine Statue, Schachbrett, Sessel. Aha! Was? Doch was wäre, wenn ich einen Magneten verwende? Was? Unter der Polsterung ist etwas von Metall. Ich kann es nicht erreichen und möchte den Stoff eigentlich nicht zerreißen, denn er ist ja noch so heile, wie wir sehen. Ja, da wollen wir auf gar keinen Fall einen Riss reinmachen. Und vor allen Dingen mit Magneten will sie es machen. Warum nicht einfach mit der Hand ein bisschen dahin drücken? Bescheuerte Alte. Hier, klebt was drüber. Sieht aus wie eine Sonne. Gott, ey, die ist so strunzdämlich manchmal. So, ich hätte zum Glück nie. Ich stelle mich zum Glück nie in Wimmelbildspielen an. Ich finde auch immer sofort den nächsten Lösungsweg. Wie zum Beispiel jetzt. Ich weiß momentan nicht. Hier, mit Lösungsmittel können wir den Nebel wegsprühen. Hier war nix. Oh. Wenn ich etwas nach ihr werfe, lässt sie das Ding bestimmt vor Schreck fallen. Statue, Batterien, das Ding, Lösungsmittel, Seil, das Ding. Wenn ich etwas nach ihr werfe. Ah, ja. Nicht was ganz Bestimmtes, sondern etwas. Natürlich. Ja, ist ja ganz klar. Man kann sich auch nicht einen Stein nehmen oder so. Das geht natürlich nicht, um nach einem Vogel zu werfen. Es muss der besondere Gegenstand sein. Ein Morcherie mit der Pyrmont-Kirsche. Warte mal, die Blumen da? Konnte ich da was machen? Nee. Schild auch nicht. Busch auch nicht mehr. Motorhaube. Ich hoffe, dieser Sturm ruiniert nicht die Taufe meines Neffen. Ja, der Sturm vielleicht nicht. Es könnten eventuell die Wölfe im Schloss sein. Die haben sich da bestimmt gebildet. Zuerst aus Amöben und sowas. In diesen ganzen Müllhaufen hat sich ein Leben gebildet. Und irgendwann wurden dann Wölfe draus. So, da oben kommen wir nicht hin. Da brauchen wir die Leiter. Es gibt keinen Weg in den Graben. Der Wolf hat die Brücke zerstört. Warum muss meine Schwester auch in einem Schloss wohnen? Weil die Herren furchtbar dekadent sind. Der feine Herr Grey. Kann ich mit der Bank noch irgendwas machen? Nö. Tja, ich weiß jetzt wirklich langsam nicht, was wir als nächstes machen sollen. Ich befrage gleich mal den Tipp unten links. Wir sind ja sonst auch gut vorangekommen. Über dem Kamin hängt ein Bild. Entferne mit dem Schraubenzieher die Plakette unter dem Bild. Wie soll man denn darauf kommen? Die Plakette? Willst du mich verarschen? Wie soll man denn darauf kommen, dass man die entfernen soll? Hier fehlen einige Statuen. Die Plakette über dem Kaminsims. Unter uns ist der Kaminsims. Hier ist ein Bild. Da ist die Plakette. Warum geht die Plakette nicht weg? So, für den Programmierer, der diese großartige Idee hatte, dass man da unten irgendwo hinklicken muss, um genau auf die Plakette zu gucken und nicht etwa auf das Bild, wo die Plakette ist und dann auf die Plakette. Das ist Mobbing. So, jetzt kriegen wir das bescheuerte Blatt, was sich natürlich genau hinter der Plakette verbirgt, ist ja klar. Mit dem bescheuerten Blatt kommen wir, glaube ich, bei dem bescheuerten Kind ins bescheuerte Zimmer. Nach einem bescheuerten Rätsel. Bitte was? Verschiebe das Blatt so auf dem Weg, dass seine Position mit den Kontrollpunkten übereinstimmt. Was?
Stelle basierend auf dem nächsten Kontrollpunkt die Drehung ein. Und schalte die Markierung ein oder aus. Was? Verschiebe das Blatt. Welches von denen? Ich sehe da ein Blatt, da ein Blatt, da ein Blatt, da ein Blatt. Das Blatt wahrscheinlich. So auf dem Weg, dass seine Position mit den Kontrollpunkten übereinstimmt. Ich weiß nicht, sind das hier die Kontrollpunkte? Was? Verschiebe das Blatt. Welches Blatt? Ich kann kein Blatt anklicken hier. Das sind die Kontrollpunkte. Wieso? Ach, dann dreht er dann mal in die Richtung. So, mal gucken, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht. Das kann ja ein bisschen dauern. Ach, ich habe vergessen, das anzuschalten. So, dann dreht es da. Das muss ich anschalten, dann dreht es. Dann müsste es eigentlich so rum witt rückwärts da nach oben gehen. Müsste da eigentlich durchkommen. Dann ist es hier, zeigt es nach oben. Nach rechts. Ach du Scheiße. Ich mach das gerade mal an. Und ich muss husten, ich muss mich gerade echt zurückhalten. So. Ich muss echt husten. Warte mal ganz kurz. Bin mal kurz aus dem Bild. So, ich hoffe, ich stelle mich jetzt wieder auf eine adäquate Lautstärke. Bin ich auf adäquate Lautstärke? Hallo? Hallo? Lautstärke? Lautstärke? Moment, ich muss gucken. Ich glaube, jetzt bin ich auf adäquaterer Lautstärke. So. Ich bin wieder ein bisschen raus. Eier, Eier, Eier. Dann da flitzt das ja. Da ist die Spitze unten. Da ist die Spitze dann rechts. Das ist angeschaltet. Das ist immer noch ausgeschaltet. Da muss auf jeden Fall so rum. Wenn das so rum geht. Ach komm, mach mal einfach nur mal. Was soll's? Was soll der Geiz? Mach mal ein bisschen Try and Error hier gerade. Kann man ja auch mal machen. So. Ich muss schon wieder husten. Ja, es geht nicht lange gut hier, vermute ich mal. So. Hier kommt es dann so. Alter, ich weiß aber nicht, wie rum das da lang kommt. Probieren wir gleich mal. Der arme Schrumpeljunge, wenn er jedes Mal so eine Marter erdulden muss, um in sein Zimmer zu kommen oder raus. Der wird ja weggesperrt quasi. Das ist da nach rechts. So, boah, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr auswendig, was wir hier alles hatten.
Da müsste es jetzt quasi nach links durchkommen. Stiel ist unten. Ich hoffe, es war das Richtige. Moment, 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 Moment. Scheiße. So, und hier müssten es ja eigentlich alle gewesen sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Probieren wir es einmal nochmal. Mal gucken, was passiert. Wir haben ja Zeit, meine Güte. Das Spiel hat ja gerade erst angefangen. Naja, fast. Was, das war mir drin gerade. So, la 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 la. So, da geht's nach unten, da färbt er sich ein, da dreht er sich einmal um und fertig ist die Lauge. So, dann kommen wir jetzt zum Satansbraten ins Kinderzimmer. Also für ein Kinderzimmer sieht das doch viel zu dunkel und unfreundlich aus mit schweren Brokatvorhängen. Eine düstere Decke mit einem Fleischerhaken und schmutzige Fenster, wo man schaut, irgendwelche komischen hier so Jesus oder Kirchenbilder und sonst irgendwas. So darf doch ein Kind nicht aufwachsen, das arme Ding. Wiege. Oh, Schnufti Schnafti. Idiotenhund. Ein Wolfswelpe? Soll das vielleicht ein Witz sein? Ich glaube, die Alte ist sowieso die Letzte, die rafft. Ich meine, jetzt haben wir wieder, haben überall Rätsel, bla, die rätselt sich durch das ganze Spiel und Brain und Pipapo und überlegt und macht. Aber rafft als Letzte, dass Familie Grey mal wieder einen Fluch über sich gebracht hat und dass die alle Werwölfe sind. Was ja von Anfang an eigentlich fast schon klar war. Ich wollte jetzt selber nicht spoilern, aber mal ganz ehrlich, da machen wir uns nichts vor, das war so offensichtlich und die Alte rafft es nicht. Frau Professor, erst, echt mal. Ich benötige alle Gesichter. Ich muss gleich wieder husten. Scheiße, Mann. Moment, ich geh mal wieder kurz husten. Ich glaube, ich sollte... Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich sollte gleich mal eine Aufnahmepause machen hier. Ach, das ist bestimmt so ein Rätsel, wo man dann gucken muss, dass die Gesichter auch zum Bild passen. So, die passen ja nun nicht zum Bild hier gerade. Aber ganz ehrlich, im Kinderzimmer finde ich so ein Buch auch völlig okay. Das muss einfach sein. Auch sowas hier ist völlig okay. Sowas hier im Kinderzimmer. Natürlich, das ist pädagogisch wertvoll. Mord, Totschlag und so weiter. Baumzeichnung. Aha, das ist also Herr Grey im Knast. Das ist ja wieder Mutti fummelt. Da sitzt einer alleine auf dem... Hä, was heißt denn das? Ich glaube, diese Strichmännchen entsprechen einer Reihe von Fotos. Wie kommt denn jetzt darauf? Das ist das Letzte, woran ich denken würde. Rafft das mit den Werwölfen nicht, aber blickt alles andere. Der Haken ist sicher genug, um etwas daran aufzuhängen. Zum Beispiel den Schrumpeljungen. Ein Seil. Nein, natürlich nicht. Das wäre zu einfach. Ein Haus. Der Riegel ist aus weichem Holz. Hier würde mir ein Korkenzieher gute Dienste leisten. Will ihr das Haus vom Schrumpeljungen kaputt machen? Manchmal fehlen mir die Worte einfach.